willkommen zurück bei Portal 2, nachdem wir die Türme ausgeschaltet haben. Müssen wir jetzt noch die Nervengiftanlage ausstellen? Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Wahrscheinlich waren wir das. Problem. Daten. Ah je. Naja, weiter erstmal. Aha. Okay. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Du bist so ein... Was ist das? Egal. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Sehr witzig. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir hier richtig sind. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Okay. Oder auch nicht. Doch nicht. Okay, hier lang. So, dann machen wir auf die Tür. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Gut, dann schauen wir mal. Das ist unser Werk. Ich soll nicht lachen. Ich spüre die Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasse... Oh, die Tür ist auch gut gemacht. Ja, okay, doch. Ich will damit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Hol dich doch aus, während ich daran arbeite. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also, fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas anzeigen wird. Wie zum Beispiel... Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches, antworte ich ja. Da ist nicht was. Komisch. Eine Bodenplatte, wozu die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Stifte, die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt, Stifte etwa. Wir bleiben besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen. Komme ich denn da rein? Ich bereite mich also vor, eine Verbindung zur zentralen Nervengift-Kontrolleinheit herzustellen. Hey, mein Freund, ich bin der Nervengift-Inspektor. Ich muss den Laden hier mal kurz dicht machen. Hier ist mein Ausweis. Schalt dich mal eben an. Ich darf dir das befehlen, denn ich bin vor. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, mach weiter damit. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Es wird immer weniger. Mach weiter. So, zack, zack. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja. Warte. Ups. Warnung, der
Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Hilfe! Ja. Das Rohr ist kaputt! Wow! Hoppala. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ich liebe es. Das ist spitze. Oh Gott. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Geht's war hier, klar. Ich komm nach. Das war ja so klar, dass wir es wieder alleine machen müssen. Na gut. So. Ach du Scheiße, schaut euch das mal an. Egal, die Tür ist... okay. Welche Runde spüre ich tot, oder? Ja, okay, geht nicht. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Was ist jetzt die Frage? Da sind wir hergekommen. Einen Schritt zu weit nach hinten. Gut. Oder weniger gut. Dann müssen wir mal schauen. Alles nichts. Durch die Tür geht nicht. Wieso geht das nicht? Ist das nicht so eine Platte? Ups, aufpassen. Ich kann bis hierhin.
ich gerade gar nichts. Mal schauen, wie wir hier hochkommen. Warte mal. Doof. Hier können wir auch nichts machen? Nee. Hier können wir auch nicht mehr zum Tod springen. Na gut, dann. Jo. Hin. Das sind nur an bestimmten Wänden halt, ne. Wer hat sich den Quatsch denn ausgedacht? Ja, wir kriegen dich, wir kriegen dich, wir kriegen dich. Okay, Spaß beiseite. Nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Hoppala. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Oh, ich brenne. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Ersatzkern akzeptiert.
Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern. Bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein! Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Hol mich raus! Ausleihenpartmitarbeiter ist vor Ort, um die Handauflösungstaste zu drücken. Hol mich raus! Lass mich drin! Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Führer. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Ah! Hat gelöst. Zurück zur Transferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Ah! Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! 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 Ah! Aha. Bin ich nicht furchteinflößend? Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen, so riesig wie ich bin? Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Ich hab immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und Mann, ist das cool! Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie! You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Oh, oh. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Hallo? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Hallo? Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Nein, nein, du lügst, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf. Ja, du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Hä? Könnte ein Schwachkopf das? Oh. Das war so klar, oder? Das war so klar. Das war nicht so einfach. Der Sturz. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel.
Monitor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Aha. Au, au, au. Ups. Na gut. Aber ich würde mal sagen, Freunde, wir machen im nächsten Part weiter. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.